Hallöchen, willkommen zu Next Car Game. Ich bin Dennis von den Spielkindern und heute schaue ich mir dieses Early Access Spiel auf Steam mal an, weil, und das hat einen ganz speziellen Grund, es von Bugbear Entertainment ist. Der Entwickler, wer dem nicht bekannt ist, wem der nicht bekannt ist, Gott, deutsche Sprache. Der hat schon Flatout 1 und 2 gemacht. An dem unsäglich schlimmen Flatout 3 waren sie nicht beteiligt. Warum ist das wichtig? Flatout 2 ist bis heute mein absolutes Lieblings-Arcade-Rennspiel. Gleichbedeutend auf einer Qualitätsstufe mit den ganzen Mario Karts und so weiter. Aber eben auf dem PC gibt es kein besseres Arcade-Rennspiel meiner Ansicht nach. Das haben wir bestimmt 5 bis 10 Jahre lang auf jeder LAN-Party gespielt und es ist einfach nur super gewesen. Bugbear hat jetzt eine Crowdfunding-Kampagne gemacht letztes Jahr, um sich ihr Next Car Game, wie es noch heißt aktuell, es kriegt bestimmt auch noch einen schickeren Namen, finanzieren zu lassen. Das hat wunderbar funktioniert. Sie haben das jetzt so weit in einer Vorabversion fertig, dass sie da schon was auf Steam veröffentlichen konnten. Ich hatte die Vorabversion damals gecrowdfundet und deswegen habe ich die jetzt dann direkt kostenlos bekommen. Bei Steam aktuell kostet die da um die 25 €, 22 oder 23 € oder sowas. Also wenn euch das jetzt gefällt oder wenn uns das gefällt, ich habe es ja auch noch nicht gespielt, dann könnt ihr euch das ja mal überlegen. Das wird sicherlich jetzt ähnlich laufen wie bei Planetary Annihilation oder den anderen Crowdfunding, Schrägstrich, Kickstarter, Schrägstrich, Pre-Access, Early Access spielen. Das wird sicherlich iterativ Schritt für Schritt verbessert werden von den Entwicklern und wenn ihr das jetzt für 23 € oder wie viel das kostet kauft, dann bekommt ihr auch jede weitere Verbesserung kostenlos dazu. Also ihr müsst dann nicht wieder nochmal irgendwann Geld bezahlen. Ihr habt das Spiel dann so für immer sicher. So. Genau. Ich habe es auch noch nicht gespielt. Es gibt auch noch nicht viel zu tun, wenn ich mir das so anschaue. Also wir können aktuell hier zwei Autos auswählen. So die Mega-Auto-Auswahl hatte Flatout 2 auch nicht. Da gab es vielleicht, weiß ich nicht mehr, 30 oder so. Also ist jetzt nicht wie bei Gran Turismo auf der PlayStation oder Forza oder so auf der Xbox, wo man mal eben mit 500 Autos fahren kann. Aber es ist ja auch ein Arcade-Rennspiel und kein hyperrealistisches Simulationsdingens. Go to Race, sowas können wir jetzt hier machen. Wir können ein Derby machen, also sprich uns gegenseitig einfach nur crashen mit 12 und 24 Autos. Dann gibt es noch ein Rennen auf so einer Schotterpiste. Gravel ist ja Kies. Eine Kiespiste, 24 Autos oder eine Straßenrennen mit 24 Autos. Das beides dann auch nochmal jeweils mit 12. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach jedes der drei Rennarten mal an. Und fangen einfach mal mit dem Straßenrennen an. So genau, dann gibt es hier verschiedene Einstellmöglichkeiten. Ich lasse jetzt mal alles an, so ABS und so, es ist ja dann vielleicht ein bisschen einfacher zu fahren. Und dann starte ich doch direkt mal rein. Ja, warum spiele ich alleine? Meistens spielen wir hier die meisten Sachen zumindest zu zweit im Kanal. Ist ähnlich wie bei den anderen Early Access Sachen. Es hat sich jetzt so schnell keiner gefunden, der das heute noch direkt mit mir hier einspielen kann. Und das ist ja immer so ein bisschen terminlich ein Problem. Man muss durch die ganze Stadt fahren und so weiter und so fort. Und ich dachte mir, es ist doch besser, wenn ihr das möglichst schnell zu sehen bekommt. Ja, weil es wurde ja erst gestern Abend veröffentlicht. Und dann dachte ich, schauen wir doch direkt mal heute schon rein. Ach, Gott, nein. Hör auf. Aber man sieht schon wieder, das Signature-Verkaufsargument der Flatout-Serie ist wieder voll mit dabei, nämlich eine arcadige, schöne Fahrphysik und zerstörbare Details am Streckenrand. Wenn der Sound etwas zu laut ist, dann tut es mir leid, aber da kann ich jetzt. Na, wobei, warum kann ich eigentlich nichts daran ändern? Ich kann was daran ändern. Guck mal hier. Machen wir mal hier die Effekte ein bisschen leiser noch und die Car Engine. Und nochmal, dann machen wir insgesamt das alles noch ein bisschen leiser und dann versteht man mich vielleicht auch noch ein bisschen besser. Ja, ich glaube, das ist besser so. Und ganz ehrlich, ich bin sofort wieder drin. Es steuert sich. Wer einmal Flatout 2 gespielt hat,
der weiß sofort, wie das funktioniert, das Spiel. Also ich spiele es mit dem Xbox Gamepad am PC. Deswegen, also alles, was ich jetzt sage, ist dann die Xbox-Tasten, müsst ihr euch dann ja umrechnen, falls ihr das irgendwie mit dem anderen Gamepad spielen wollt oder mit der Tastatur, was ich nicht empfehlen kann, weil das steuert sich wirklich fantastisch mit dem Xbox-Pad. Also überhaupt mit Gamepads. Und man sieht schon, also tolles Schadensmodell in Autos. Seht ihr, oh, hier schön die Scheibe kaputt und alles gecrashed. Großartig. Gott, das macht gleich wieder Spaß. Ich habe so Bock drauf, da jetzt schön wieder 20 verschiedene Strecken, 30, 40 verschiedene Autos, alle mit anderer Fahrphysik. Guckt euch das an, wie geil dieses Spiel ist, meine Fresse. Ich bin ja nicht schnell zu beeindrucken, aber ups, jetzt bin ich gerade beeindruckend schnell von der Strecke geflogen. Ah, guck mal, ich kann schon sogar nur noch Achter werden, weil die anderen schon alle kaputt sind. Ja, das ist immer typisch bei den Flatout-Spielen, da ist das immer nicht so wild, wenn man selbst nicht so geil fährt, weil die anderen, also menschlichen Gegenspieler, die bauen halt auch ständig Unfälle und in diesem Fall spiele ich jetzt erstmal gegen die KI. Und die scheinen sich ja auch ganz gut gegenseitig zu behaken, wie man gesehen hat. Also die sind ja wirklich aggressiv da ineinander gestiegen, haben sich von der Strecke katapultiert. Ja, die Umgebungsgrafik ist jetzt mehr so okay, ne, so ein bisschen zweckmäßig. Aber das ist auch, finde ich, persönlich jetzt nicht so wild, weil die Strecke sieht ganz hübsch aus so. Also die tatsächlich der Asphalt und die Streckenbegrenzung und so weiter. Das ist ganz okay so weit. Und was hier halt die Rechenleistung braucht, sind natürlich die Streckendetails. Also diese monumental vielen Reifen, Stapel, die hier rumliegen. Und es ist alles zerstörbar und bewegbar. Also es hat alles eine Physik-Engine. Ich könnte auch durch die Betonbegrenzung, die es da teilweise gibt, fahren. Das habe ich vorhin schon mal gesehen bei anderen, bei den KI-Fahrern. Die sind auch zerstörbar. Mal gucken, ob ich noch weiter nach vorne komme als zum siebten Platz. Ich fahre jetzt gerade gar nicht so kacke. Kann ja mal gucken, wie Driften funktioniert. Ja, das geht auch ganz gut. Da diese links hier, diese Betonbegrenzung, die kann man, glaube ich, auch kaputt fahren. Ist natürlich ein bisschen schwieriger, das Auto geht, glaube ich, schneller kaputt dadurch. Man sieht ja unten links auch meine Schadensanzeige, das haben sie ein bisschen verändert im Vergleich zu Flatout. Zumindest im zweiten Teil, den ersten habe ich nicht so viel gespielt, das ist auch schon noch viel länger her. Aber zumindest im zweiten Teil gab es ja dann nur so einen Lebensenergiebalken sozusagen. Also da wurde das nicht aufgeschlüsselt nach, zumindest erinnere ich mich nicht daran, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Wurde es nicht aufgeschlüsselt nach vorne rechts, hinten links, Motor beschädigt oder was auch immer. Ja, na gut, guck mal, fürs erste Rennen, siebter Platz von 12, das geht doch. Oh, jetzt habe ich gerade Retry gedrückt, das wollte ich gar nicht, aber das ist ja kein Problem. Da kann ich auch einfach mal auf Quit Race gehen. Ja, was merkt man noch so? Die Ladezeiten sind noch nicht so doll. Die sind ein bisschen lang, finde ich. Also es lädt ja hier so knapp 20 Sekunden oder so. Also jetzt nicht beim Rausgehen, aber beim Rennenladen vorhin. Ich kann euch ja mal kurz die... Ach nee, es geht jetzt hier nicht. Die haben, wie auch schon die Vorgänger, haben die das Grafik-Settings-Menü außerhalb des Spiels angesiedelt. In einem extra kleinen, ja, halt Loader-Tool, also so ein kleiner Autostarter. Da kann man dann einstellen, welche Grafikeinstellungen. Ich habe das jetzt mal auf 720p gestellt, also nicht auf Full HD, weil ich gemerkt habe, dass das doch noch arg ruckelt, als ich es vorhin einmal kurz gestartet habe. Da hatte ich bei Fraps nur so 16, 17 Bilder und da fährt sich bei Autorennspielen halt richtig scheiße. Genau, und alle anderen Details sind auf Mittel gestellt. Also, wenn es jetzt noch nicht so überragend geil aussieht, dann mag das auch an der frühen Version liegen. Ist ja schließlich eine Early Access Alpha. Also das kennt ihr ja schon von anderen solchen Early Access Dingern wie Planetary Annihilation, dass das doch noch deutlich besser wird mit den Wochen und Monaten. Ich würde sagen, wir probieren jetzt mal ein 24er Rennen auf Kies aus. Einfach weil wir es können. Eben lief es richtig schön rund. Ich hatte die ganze Zeit 27, 28 FPS bei 12 Gegnern oder 11 Gegnern. Jetzt mal gucken, wie es mit 23 weiteren Autos auf der Strecke aussieht, ob das dann immer noch so schön rund läuft. Das werde ich euch dann direkt gleich sagen. So, ja, aktuell habe ich nur so 20 Frames.
Das ist nicht so super. Ja, okay, jetzt ruckelt es dann doch eindeutig deutlich mehr. Also ich 18, 19 Frames jetzt nur noch. Also es ist noch nicht so richtig optimiert, offensichtlich, was überhaupt kein Wunder ist. Aber ich finde den Ansatz, den sie hier pflegen, gar nicht so scheiße, dass sie sagen, okay, wir veröffentlichen jetzt mal nur eine begrenzte Anzahl an Autos und Strecken. Und die machen wir aber schon ordentlich hübsch. Also die sehen schon richtig gut aus und die Fahrphysik funktioniert dann schon und alles. Wie man sieht, funktioniert sie so gut, dass ich das alte Flatout-Ding mache, gegen einen kleinen Holzzaun fahren und mich erstmal dreimal drehen. Immer wieder gern gesehen. Aber es ist tatsächlich auch deutlich schwerer zu fahren jetzt hier auf diesem Kies, als im Vergleich zur Asphaltstrecke vorhin. Die Strecke erinnert mich sehr an eine Originalstrecke aus Flatout 2. Das ist wahrscheinlich, ich nehme es an, beabsichtigt. Wahrscheinlich haben sie sie jetzt nicht 1:1 nachgebaut. Dafür kommt es mir dann doch nicht bekannt genug vor, aber es ist schon, eine Erinnerung ist da, also so ein bisschen. Auch mit diesen Sprungschanzen so dazwischen. Ey, das ist ja wirklich eine Sauerei. Immer an derselben Stelle. Schweinehunde. Vor allem mein Auto sieht schon aus. Okay. Ja, woran habe ich mich jetzt gerade aufgehängt? An diesem kleinen Erdhügel. Naja, mein Gott. Ist halt auch nur so ein amerikanisches Muscle Car. Das hat natürlich einen ziemlich hohen Tiefgang sozusagen. Ah. Oder niedrig, ich weiß nicht. Also niedrigen Stand halt. Das kommt natürlich rüber entgegen. Ah, und ich komme mal wieder nirgendwo ran. Aber guck mal, zwei sind schon raus. Ich habe keinen überholt und bin trotzdem 22. nur noch. Aber jetzt stellt euch das mal wieder vor, das Spiel mit richtig schön vielen menschlichen Gegnern, mit 12 Leuten online oder so. Oder schön mit 20 anderen Spielern, wenn man so viele mal zusammenkriegt. Dafür müssen natürlich auch entsprechend viele Leute sich das Spiel erstmal kaufen. Aktuell gibt es, glaube ich, noch keinen Online-Modus. Also, ja, okay, die Stelle hier wird auf ewig mein Verhängnis bleiben. Da scheint die Strecke noch nicht so optimal in ihren Grafikeinstellungen und, Kollisionsboxen eingestellt zu sein. Ups. Naja. Wird's wohl dann doch eher der 22. Platz, ne? Aber wer weiß, zwei Leute sind schon wieder raus. Also ich arbeite mich langsam nach vorne, einfach dadurch, dass ich überlebe. Aber das ist jetzt auch schon die dritte Runde, also so viel wird da nicht mehr passieren. Habe ich eigentlich Boost oder sowas? Nee, Boost gibt's noch nicht. Also Nitro ist hier noch nicht mit drin in der Version. Nitro ist natürlich auch immer eine der wichtigsten Faktoren in Flatout gewesen. Taktisches Element eben. Wenn man Gegenstände kaputt fährt oder andere Autos rammt, bekommt man eben Nitro dazu. Und dann kann man eben schön abdüsen. Und dabei wahrscheinlich einen Unfall bauen. Das heißt, es war immer taktisch sehr schwierig, das einzusetzen, weil man natürlich dann auch häufig einfach mal irgendwo gegengefahren ist. So. Entschuldigung. Repair Car, Research, Car-Info, Test-Drive, Sell-Car. Also ich könnte jetzt auch noch irgendwie das Auto verkaufen oder was auch immer, aber das bringt natürlich aktuell noch nichts. Hier sieht man schon das Menü sozusagen vorbereitet für mehr Autos. Ich nehme mal an, dass das hier mit Social und so wird dann entsprechend gemeint sein, dass man dann auch irgendwie online fahren kann. Ich nehme jetzt einfach mal noch einmal das andere Auto, was hier so ein bisschen aussieht wie so ein Mini. Und go to race. Nein, jetzt hier. Dann machen wir nochmal ein Derby, aber nur mit 12 Autos, weil mir das Geruckel jetzt eben doch ein bisschen auf die Nerven ging. Da hoffe ich sehr, dass sie das noch ein bisschen optimieren, weil mein Rechner ist jetzt nicht gerade das Schlechteste. Und ist jetzt auch nicht unbedingt top, aber es wäre schon schön, wenn so ein Arcade-Rennspiel auf mehr Rechnern laufen würde als den absoluten Top-Maschinen. Aber mit 12 Fahrern geht es eigentlich auch ganz gut. 12 ist ja eigentlich auch eine schöne Zahl. Ich glaube, bei Flatout 2 konnte man nur zu 8 spielen. Bei Ultimate Carnage, also bei dem sozusagen HD-Remake von Flatout 2, da ging es auch mit 12 Leuten. Au! So, jetzt ist das hier ein Derby. Da ist, wer das nicht kennt, das Ziel, die Gegner zu verschrotten. Also da gibt es kein Rennen oder sowas. Also immer möglichst wie bei einem Piratenschiff schön
in die Breite auf die Kotflügel eine Breitseite schlagen, weil das den größten Schaden macht. Von vorne ist jetzt nicht so toll. Das war super zum Beispiel. Au, au. Null Takedowns, das ist nicht so schön. Meine Hinterachse ist schon mal ein bisschen kaputt. Kann ich da hochfahren eigentlich? Hui! Ja, kann ich. Okay, das war jetzt wahrscheinlich ziemlich dämlich. Aber es ist lustig. Und wenn es dann später nochmal schöne, schnelle Autos gibt, so wie in den Vorgängern. Ja, erwischt. Da gab es ja dann auch so Formel-1-Autos oder das Batmobil zum Beispiel. Immer wieder gern gesehen, so ein Derby hier mit 8 Batmobilen bei einer LAN-Party. Da bleibt kein Auge trocken. Also wer es noch nicht hat oder noch nie ausprobiert hat, aus irgendeinem mir völlig unerfindlichen Grund, unbedingt mal Flatout 2 kaufen. Gibt es bei Steam garantiert für 5 Euro plus minus. Ultimate Carnage, also wie gesagt, das HD-Remake, was dann hübscher ist, mit mehr Autos, mehr Strecken und so weiter, das gibt es garantiert auch für unter 10 Euro bei Steam. Also, oder für um die 10 Euro, ich weiß es jetzt wirklich nicht genau, müsst ihr mal gucken. Ah, ist einfach einer der größten, spaßigsten, tollsten Autorenner-Arcade-Rennspiele, die es überhaupt gibt. Sollte jeder mal gespielt haben, meiner persönlichen Ansicht. Na, hab dich. Wobei mein Auto sieht jetzt auch nicht mehr so gut aus. Wobei, ich meine, so ein Mini kann ja auch nicht mehr so viel kleiner werden, ne? Also, irgendwo ist ja dann auch mal Schluss. Scheiße. Hab ich einen? Ich hab einen, yes. So. Der gute alte Rückwärts-Ausweichtrick. Vorne links die Ecke von meinem Auto ist schon schwarz. Das heißt, die gibt's schon gar nicht mehr. Das Auto hat vorne links schon gar keine Ecke mehr. Nee, das sieht nicht gut aus. Ah. So, den da vorne kriege ich noch. Ah, da sind zwei. Scheiße. Komm her, du oranger Mistkerl. Ich will dich rammen. Da hinten ist irgendwie so eine Ecke, wo die Autos gerne mal... Ja! Yeah! Zwei erwischt. Schönes Ding. Und... Nein. Daneben. Oh, das war knapp. Habt ihr das gesehen? Der war direkt hinter mir. Ist ja irre. Also wie gesagt, mir bleibt nur zu sagen, das macht schon verdammt viel Spaß. Ob sich jetzt für 20 Euro schon oder 25 Euro schon lohnt, für 3 Strecken und 2 Autos, wage ich zu bezweifeln. Okay, das war dann der letzte, oder? Nein, Opponents 1. Aber wo? Wow! Nein, 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 mein Freund. Ich würde sagen, warte vielleicht, bis sich das hier noch ein bisschen weiterentwickelt hat. Ich werde das weiterverfolgen, einfach weil ich die Reihe so verdammt toll finde. Und deswegen werden wir hier sicherlich auch immer mal wieder reinschauen. Ich werde so ein bisschen gucken, wenn es neue Veröffentlichungen gibt, neue Builds von dem Alpha-Dingensbums, dann werde ich da wieder reinspielen und euch das zeigen. Und wenn es euch dann irgendwann taugt, wenn ihr seht, ja, hier gibt es jetzt 10 Strecken und 10 verschiedene Autos, dann schlagt zu. Ansonsten, das Spiel ist finanziert. Die haben das ja über Crowdfunding gemacht. Das heißt, sie kriegen das jetzt auch so fertig entwickelt, bin ich mir ziemlich sicher. Wollen jetzt schon mal die Leute reinspielen lassen und noch ein bisschen Geld dabei machen. Was ja auch okay ist, um die Entwicklung zu unterstützen. Aber, oh, guck mal, man kann in der Garage auch die Kamera drehen. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, seht ihr. Das ist doch schön. Haben wir nochmal was Nettes zum Schluss gehabt. Genau, ansonsten, wenn ihr jetzt Bock auf so eine Art Spiel habt, was wirklich, wirklich Spaß macht, gerade auch wegen der wirklich tollen Fahrphysik und der tollen Objektphysik, der Streckenobjekte, und auch der richtig guten KI, das macht auch im Singleplayer Spaß, da muss man nicht unbedingt online fahren, auch wenn das natürlich immer noch eine Steigerung ist, dann schlagt einfach bei Flatout 2 oder Ultimate Carnage zu. Auf keinen Fall, selbst wenn es euch für 1 Euro nachgeschmissen wird, Flatout 3 kaufen, weil das ist von einem anderen Entwickler. Das ist mit derselben Lizenz vom Publisher an einen anderen Entwickler abgegeben worden, der daraus den letzten Dreck gemacht hat. Das macht keinen Spaß. Es ist hässlich, hässlicher als Teil 1, der 6-7 Jahre früher rauskam. Und hat alles verloren, was Spaß macht an der Serie. Also wirklich ganz furchtbar. Flatout 2, der bisherige Höhepunkt der Reihe. For the Next Car Game, was natürlich so eine Art inoffizieller Nachfolger nur sein kann, weil Bugbear ganz bestimmt nicht die Lizenz von Flatout hat, vom Namen. Daher dieser andere Titel, aber ich denke mal, sie werden sich da schon noch einen netten
mit Namen einfallen lassen, zum Beispiel statt Flatout vielleicht Fallout. Wobei, da könnte es vielleicht auch Probleme mit den Namensrechten geben. Man weiß es nicht. Gut, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und ich fand es auf jeden Fall richtig, richtig super und spiele jetzt gleich noch ein paar Runden. Und sobald es was Neues gibt, erfahrt ihr es hier als erstes. Also bleibt uns gewogen und abonniert uns am besten. Würde ich mich freuen. Macht's gut!